1000 Quadratmeter groß und 7 Meter hoch. In Schwerin wurde der Bau der Zweifelderhalle für die Grundschule Lankow fertiggestellt. Aus diesem Anlass übergab Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier einen symbolischen Schlüssel an die Schulleitung. Zur Eröffnung der Turnhalle ging es auch gleich sportlich zu. Als Dank haben die Schüler ein athletisches Programm vorbereitet. Zukunft ist in dem 2,8 Millionen Euro teuren Gebäude Vereinssport für verschiedene Ballsportarten vorgesehen. Auch der Schulsport in Lankow kann nun wieder geregelt stattfinden.